Tja, Lieben, heute ist der letzte April, der 30. Da ist der Kalle. Kalle, Mann, Gras essen ist doof. Ist wirklich doof. Ja. So, das Bundesverfassungsgericht hat ja jetzt ein Urteil gefällt, dass man auch fürs Klima Maßnahmen ergreifen darf, die unsere Freiheiten einschränken. Analog zu C. Zu dem großen C. Also, soll heißen, wer heute jung ist, der kommt aus diesem ganzen Mist nie wieder raus. Nie wieder raus. Nie wieder raus. Nie wieder raus. Der bleibt darin gefangen, solange diese Politkaste, die derzeit herrscht, am Ruder bleibt. Und das wird noch ewig so sein. Das wird eher noch schlimmer sein, weil die Grünen ans Ruder kommen. Und wenn sie nicht ans Hauptruder kommen, dann kommen sie über Ministerien an die Rudergestänge, die uns dahin bringen, wo ich zumindest nicht hin will. Aber Gott sei Dank, ich bin ja alt. Ja, ich muss das ja nicht mehr ertragen. Lange. Ja, aber die jungen Leute heute oder die Kinder gar, Halleluja, um die tut's mir leid. Um die tut's mir wirklich leid. Die müssen das alles ertragen und bezahlen. Irgendwann mal. Deswegen lassen wir heute mal die CB1000 an. Ist ja jetzt nur einmal aus dem Wohnzimmer rausgefahren. Ich hoffe, sie läuft. Ist ja eine Honda, läuft natürlich. Lassen wir ein bisschen warm laufen. Also um die tut es mir wirklich leid. Und wenn man sich das ganze Volk, sag ich jetzt mal, Anführungszeichen, so anguckt, wie sie mit ihren Affenmasken selbst noch auf dem Parkplatz vom Edeka rumrennen und kaum noch schnaufen können. Da weißt du doch genau, wo der Hase hinläuft. Die sind schon alle so verpeilt. Keine Ahnung. Die sind schon alle so verpeilt, dass ich da nichts mehr wählerisch verändern kann. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Es geht ja auch dahin, dass die Wahlen abgewertet werden sollen. Ja? Das macht neuerdings alles die künstliche Intelligenz. Wo wir hinfahren und wann wir irgendwo hinfahren, wird in Zukunft nur noch durch künstliche Intelligenz bestimmt. Wann wir irgendwo hinfahren dürfen, wenn wir denn noch dürfen. Macht euch da mal schlau. Informiert euch mal. Die Sache ist wesentlich schlimmer, als sich das der gemeine Affenmaskenträger am Edeka-Parkplatz vorstellt. Die ist wesentlich schlimmer. So. Aber das ist, und das sage ich ja immer so, wünscht euch nur nicht eine direkte Demokratie. Wünscht euch das nur nicht. Wünscht euch nur nicht, dass das Volk über
Maßnahmen abstimmen darf, direkt abstimmen darf. Wünscht euch das nicht. Bitte, bitte nicht. Denn dann ist alles hinüber. Dieses Votum können Sie aber sowas von leicht manipulieren. Aber sowas von leicht. Ja? Wünscht euch das nur nicht. Wünscht euch lieber einen soliden Menschen, der an der Spitze steht, der eine Meinung hat und der diese Meinung auch bereit ist zu diskutieren. Was wir ja derzeit nicht haben. Ich hätte fast gesagt, wünscht euch einen Kaiser, einen guten Kaiser, eine gute Königin. Nicht so eine wie die, die wir da jetzt haben. Denn die habe ich da gestern irgendwo gesehen, ein Bild, wurde auf einen Fernsehturm oder was projiziert, der Spruch: Impfung gleich Freiheit. Leute, an was erinnert uns das? So, jetzt muss ich vorsichtig sein, jetzt lassen wir mal wieder den Motor sprechen hier. Tut euch das nicht an. Tut euch das nicht an. So, das soll es auch gewesen sein. Ich lasse dich jetzt noch ein bisschen laufen und freue mich dran. Und irgendwann, wenn das Wetter gut ist, schieben wir sie auch raus und dann fahren wir mal eine Runde mit dem schönen Vierzylinder. Völlig anderer Charakter als die KTM, aber ich mag sie. Das ist eigentlich meine Welt. So, tschüss, alles Gute. Und nicht vergessen, am Wochenende MotoGP in Jerez in Spanien gucken. Auf Servus TV.